Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen heute mal wieder zu einem neuen Unboxing-Video. Ich habe heute mal wieder eine Box, die habe ich gerade eben abgeholt und habe gedacht, ich drehe euch mal direkt das Unboxing. Und zwar geht es heute um die My Little Box. Ich habe schon lange kein Unboxing mehr der My Little Box gedreht. Das lag ja daran, dass ich ein Jahr komplett weg war. Ja, und jetzt habe ich einfach gedacht, ich zeige euch mal diese wunderschöne Box von, ja, der My Little Box. Und zwar ist das die November-Edition Winterlichter. Ich zeige euch die Box mal direkt ganz nah. Ich finde sie wunderschön und das ist auch eine Box, die definitiv bei mir bleiben wird. Sonst habe ich die Boxen meistens weiter verschenkt oder so, aber ich finde die super schön. Jetzt gerade für die Weihnachtszeit ideal. Richtig, richtig toll. Das ist das, was ich bei der My Little Box unheimlich gerne mag. Einfach diese filigrane Gestaltung. Ja, die My Little Box, wer die noch nicht kennt, ist eine monatliche Abo-Box, die man sich in einem flexiblen Abo oder auch in einem Jahresabo kaufen kann. Ich weiß nicht, ob es da auch noch Halbjahresabo oder so gibt. Ich habe das flexible Abo. Ich bin, muss ich ehrlich gestehen, seit 2, 3, 4 Monaten nicht mehr ganz so zufrieden. Ich habe das Abo schon seit 2 oder fast 3 Jahren, glaube ich. Und ja, jetzt bin ich gespannt, ob mich vielleicht die November-Box wieder überzeugen kann. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, und ich hoffe, ihr habt Lust, dass wir die Box zusammen auspacken. So schaut die Box dann erstmal aus, wenn wir einmal den Deckel abgemacht haben. Da, ja, sieht man schon einmal Cold Night Warm Home, um Leib und Seele zusammenzuhalten. Ich finde, diese Blätter, die da mit drin sind, kann man auch immer super, ja, verarbeiten, wenn man bastelt zum Beispiel, was ich öfter mal mache. Daher verwende ich diese Prints alle ganz gerne. Sehr, sehr schöner Print, gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das ist auch ein schönes Motto. Ja, finde ich sehr, sehr schön. So, und dann haben wir einmal das hier. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mit diesem kleinen Häuschen mal an. Und ja, das zeige ich euch mal. Ich bin gespannt, was das sein soll. Hier steht Kamin für alle, die Kerze im Fenster. In der Ferne sind die Fenster eines Hauses hell erleuchtet. Siehst du die Flamme, die von einem Künstler im dritten Stock inspiriert wurde? Die Funken einer Geschichte, die von einem Feuer im zweiten Stock entfacht wurden. Oder die Glut der Öfen eines festlichen Essens im Erdgeschoss. Non, es ist die Kerze, die du in deinem Keramikhaus gestellt hast, um die Nacht zu erhellen. Okay, also denke ich mal, dass das hier wahrscheinlich ein Keramikhaus sein wird. Och Gott, das ist ja süß. Och Gott, das ist ja süß. Das ist ja voll meins, sowas. Das finde ich richtig süß. Das ist eine richtig süße Idee, finde ich. Das finde ich richtig cool. Das ist so ein Keramikhaus, wo ihr hier ein Teelicht reinstellen könnt und das leuchtet super schön. Das kann ich mir richtig, richtig toll vorstellen. Zum Beispiel in der Küche bei mir im Fenster. Ich wohne, das Küchenfenster geht zur Straße raus und da kann ich mir das richtig gut vorstellen. Oder auch im Wohnzimmer hier tatsächlich. Ja, muss ich mal schauen. Ist in einem Weiß gehalten, sehr, sehr schön gemacht. Ist hier nicht ganz so schön gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber ich meine, was erwartet man da, ne? Das ist jetzt nichts Markenmäßiges, sondern das war in einer Box. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir persönlich super gut. Auch die Verpackung in diesem kleinen Teil finde ich richtig schön. Ja, finde ich richtig toll. Cool. Ja, und hier ist auch noch ein Mini-Teelicht dabei. Ich denke, dass hier aber auch normale Teelichter reinpassen werden. Diese ganz normalen standardmäßigen, die es hier in Deutschland gibt, denke ich, werden da reinpassen. Und ja, finde ich schon mal ein richtig cooles Produkt. So, dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit diesem Teil hier. Spannend, was das hier ist. Geborgenheit to go. Komm ruhig näher und lass dein kleines Wärmejuwel deine Hände umschmeicheln. Ist es zu heiß, bedecke es mit seinem weichen Mantel und nimm die Wärme einfach mit. Ach du meine Güte, das ist eine Wärmflasche. Wie cool ist das denn? Das ist eine Wärmflasche. So sieht die aus. Finde ich richtig witzig. Ja, ist so eine kleinere Wärmflasche. Also zum Beispiel dann, wie gesagt, für die
Ja, für die Hände zum Beispiel. Okay, jetzt ist hier schon das Ding abgegangen. Bei Wärmflaschen bin ich ja immer nicht so ein, habe ich immer Angst, dass die auslaufen, ne? Ich weiß nicht warum, ich habe da so eine panische Angst vor. Deswegen benutze ich irgendwie am liebsten immer nur diese Wärmekissen. Wer von euch hat noch Angst, dass die Dinger, könnt ihr mir mal schreiben, ob noch jemand so komisch ist wie ich und davor immer Angst hat. Finde ich an sich eine coole Sache. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich das nicht benutzen werde und dass ich das tatsächlich weitergeben werde. Ja, muss ich mal schauen. Ja, mal schauen. So, dann geht's weiter. Ich habe hier noch drin, das ist eine Einladung, die My Little Box by Mac. Sieht ja fast so aus, als wenn die nächste My Little Box eine Mac Little Box sein soll. Genau, du bist eingeladen. Im Dezember öffnet Mac und My Little Box gemeinsam die Ballsaison. Behalte deinen Briefkasten im Dezember lieber gut im Auge, denn der Schatz, den du finden wirst, ist nicht alltäglich. Bin sehr gespannt. So, hier werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Beauty-Produkte drin sein. In diesem Beutel. Da, ich sag mal, da haben sie sich auch schon mal was Schöneres einfallen lassen. Also, sonst sind die ja immer bedruckt. Das ist jetzt ein weißer. Ja, wir greifen mal rein. Ich nehme die ganz gerne tatsächlich, um so kleine Goodie-Pakete zu packen. Dafür sind die immer ganz nett. So, wir haben hier einmal das My Little Eigenprodukt. Und jetzt gucken wir mal, was das ist. Was soll denn das sein? Also, es sieht schon mal so aus. Ich zeige es euch mal. Also, es sieht aus wie eine Bodycreme. Während du die Glut entfachst, wickelt dich die Hitze liebevoll um den Finger. Hüll dich in unsere beschützende Wintercreme mit beruhigender Hafermilch und regenerierender Vanille. Keine Angst vor Hitzewallungen. Die Creme ist so zart und weich, dass sie auch für empfindliche Haut geeignet sind. Kein Wunder, sie ist zu 97% natürlichen Ursprungs. Also eine Bodycreme. Zeig sie nochmal. Und die ist auch so von der Farbe ein bisschen rosa oder ins dieses Natürliche geht es rein. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel genommen. Also, so sieht die einmal aus. Oh Gott, das ist viel zu viel. Riecht aber gar nicht irgendwie nach Vanille. Die riecht überhaupt nicht nach Vanille. Also, was soll da noch drin sein? Vanille und Hafermilch. Ja, nach Hafermilch könnte es sein, aber Vanille finde ich, riecht das eigentlich fast gar nicht. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt aus unserer Tüte. Und zwar ist das der Clinique Take the Day Off Make-up Remover. Den hatte ich tatsächlich auch schon mal irgendwo drin. Ich weiß nicht tatsächlich, ob das auch in der My Little Box war. Kann ich jetzt nicht zu hundertprozentig sagen. Finde ich aber nochmal ganz cool, dass ich den nochmal zum Testen habe. Ist so ein Zwei-Phasen-Produkt, den man dann schütteln muss. Clinique. Ich habe tatsächlich aktuell ein Clinique-Produkt in der Verwendung, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, passt natürlich auch gut in diese Box natürlich. Und ja, kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, gespannt. Dann haben wir hier, ach cool, also es ist wahrscheinlich eine, ja, Clinique-Box, weil hier haben wir nochmal von Clinique eine Mascara. Und zwar die Black Mascara, die High Impact Mascara. Das ist, glaube ich, die bekannteste von Clinique, wenn es überhaupt noch andere gibt, die High Impact Mascara. Die lasse ich mal zu, weil ich mag das immer nicht so gerne, wenn man das Bürstchen aufmacht und die dann eventuell nicht benutzen sollte oder so. Deswegen lasse ich die mal zu. So, das letzte Produkt, wir greifen rein. Da haben wir hier, oh, eine sehr, sehr bekannte Augencreme, die die Claudis Welt so liebt, und zwar die All About Eyes Augencreme. Die schwärmt ja immer total davon. Ich habe die tatsächlich noch nie verwendet, weil ich irgendwie meine M.A.-Samen-Augencreme einfach nicht leer kriege. Vielleicht tatsächlich überlege ich es mir mal, ob ich auch die mal austeste. Ja, bin ich gespannt. Ist noch neu. Das sind 5 Milliliter. Also auch eine richtig schöne Größe für eine Augencreme, weil 5 Milliliter für eine Augencreme, ja, sind auf jeden Fall schon eine ordentliche Größe, wo man auch schön was testen kann.
Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich bin richtig begeistert. Mir gefällt die Box richtig gut. Ich finde, dieses kleine Häuschen ist tatsächlich fast so ein bisschen mein Highlight, weil ich es sehr, sehr süß finde. Ich total auf sowas stehe. Voll meins. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist diese Körpercreme. Sie ist vom Duft her einfach überhaupt gar nicht so meins. Ja, die kleine Wärmflasche, denke ich, wird auch weiter wandern. Finde ich aber eine süße Sache, so für den Winter. Und für die Einstimmung und für die Zeit finde ich sehr cool. Und auch, dass hier drei Klinikprodukte drin sind, finde ich super. Ich mag die Klinikprodukte einfach sehr, sehr gerne. Und die sind ja auch sehr hochwertig. Ja, ich werde euch versuchen, hier jeweils immer die Preise nochmal einzublenden von den Artikeln, was das so an Wert sein könnte und was wir hier an Wert in der Box haben. Klar, bei so einem Häuschen wird es schwierig. Da muss ich dann mal schauen, ob ich irgendwas Vergleichbares halt finde. Ich versuche es aber auch, euch hier dann den Gesamtwert einzublenden von der Box. Ich finde sie super, muss ich sagen. Also seit Monaten ist sie mal wieder wirklich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also mir gefällt sie. Und auch einfach das Design ist wunderschön. Schön, meiner Meinung nach. Also richtig toll. Ja, also diese Box kann ich auf jeden Fall wärmstens weiterempfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so sein sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja, wenn es wieder heißt Unboxing oder Adventskalender-Time oder Haul-Time, je nachdem. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet.